Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Willy Morgan and the Curse of Bonetown, wo der Lärm dank des Schmiedes und der Wurfmaschine immer unerträglicher wird. Und ich will hier weg und deswegen komme gleich zu euren Tipps, vielleicht ist da was dabei, was uns hilft. Die Gabi hat angeregt, die Kieselsteine nochmal in den Motor reinzulegen. I think they can be used in a more useful way. Oder vielleicht direkt in die Wurfmaschine. I think they can be used in a more useful way. Und wenn das nicht klappt, soll ich sie doch laut Alex nehmen und dem Schmied irgendwo hindonnern. I think they can be used in a more useful way. Alternativ zu der eigentlichen Idee, ihn mit der Ballwurfmaschine auszunocken, so dass ich an den Werkzeugkasten komme. Ich glaube aber, das funktioniert nicht, weil ich kann mit der nur gerade ausschießen und sie nicht bewegen. Aber wir machen es einfach nochmal. Okay, das kennen wir ja. Die Idee ist aber gar nicht schlecht, ihn irgendwie auszunocken, damit ich mir Werkzeug von ihm klauen kann. Ich weiß nur nicht wie. Mit den Dingen hier, keine Ahnung. Chili Fox hat nochmal angeregt, eine weitere Nacht im Gasthaus zu pennen. Und Gabi hat das nochmal unterstrichen, weil ich habe ja angeblich noch eine Nacht for free wegen der Umstände in der ersten Nacht. Würde es jetzt aber erstmal interessanter finden, nochmal mit dem Pfarrer in der Kirche zu reden. Denn seitdem er von drinnen geschrien hat, habe ich das nicht getan. Und vielleicht gibt es eine neue Gesprächsoption und wir schauen mal. Vater, waren Sie das, der geschrien hat? Also, das scheint doch schon mal gut zu sein. Father, was it you who screamed? Son, even the most meek and calm man would lose his temper over this outrage. Und was ist los? I don't understand. What are you talking about? Somebody dared to kickstart the devil's car. I still don't understand. Outside the church is a machine. A wicked machine. Ja. The kids of Bonetown used it to play. Skandal. All that clamoring and laughter disturbed my concentration. It's not easy to write a 2-hour sermon, but it's necessary to maintain a straight-laced community. I instructed never to use it anymore, and it's been years since it fell quiet. But today, someone has transgressed. It'll be necessary to rely on the Holy Scripture again. Are you planning to write a sermon about the Scriptures? Oh, no, son. This situation has to be resolved in the most drastic way. I have a task for you. You'll have to restore the order of things. I don't think I'm the right person for it. You're here in my presence, so you're the right person for the job. I didn't want it to come to this, but things are escalating. Take this sacred relic. It will be your mission to fix it and place it outside the church. Everything is already set up. A sacred aperture will host the word. Der hat ja wirklich nicht mal alle Nadeln an der Tanne. Play forbidden. It seems like just a sign to me. Young and pure of soul, it's the word that will prevent the newly started havoc from spreading any further. But it just says play forbidden. Isn't that enough for you? My mind cannot suffer distractions. My sermon must be impeccable. Carry out your mission. But the sign is broken. Ask for help from the blacksmith right outside. Maybe he can help you. Okay. Wow. Der Mann braucht professionelle Hilfe, würde ich sagen. Er soll es bitte nicht wiederholen. Kein zweites Mal. Goodbye. Goodbye, son. Aber der Tipp war ja sehr präzise. Also gehen wir mal nach draußen. Dann hört er vielleicht auch endlich mal mit diesem Krach auf. So, ich brauche Hilfe. Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. I need help. I'm on a mission from God, or rather from the Reverend. In this case, I can give you a second. What do you need? The Reverend has entrusted me with a mission. I have to fix this sign. Can I take one of your tools? I might have what you need. Inside the toolbox is a multi-purpose tool. Sehr schön. Serves to tighten, bolt, even open some specific locks. It's the only thing I can give you for your mission. The rest I need to repair this wreck. Make good use of it. Thanks. Multitool, das erinnert mich doch auch an Unforeseen Incidents. Wenn ihr das nicht kennt, saugeiles Point-and-Click-Adventure. Gibt es auch eine Playlist auf meinem Kanal, ne? Goodbye. Bye. Einfach mal reinschauen. So, und ich gehe jetzt mal in die Kiste. Vielleicht kann ich irgendwie das Multitool da rausnehmen. Be sure to make good use of it. As always, sir. Genial, das sieht gut aus. Und damit reparieren wir doch einfach mal das Schild. Good idea.
War auch gar nicht so schwer drauf zu kommen. Perfect. Now the sign has a certain stability. Okay. Jetzt hat der Pfarrer noch von irgendwas gefaselt. Ja, gepfarrert wollte ich sagen. Gefaselt von irgendeinem Loch, dass dieses Wort irgendwie beherbergen wird. Und da ist es auch. Das heißt, ein ganz normales Loch, in das ich das Schild reinstecken kann. It should work. Mission accomplished. Okay, und nu? Wer soll's denn lesen? Es sind ja doch eh keine Kinder da. Den Schmied interessiert's auch nicht. Jetzt bin ich von Natur aus ein neugieriger Mensch. Ich will wissen, was passiert, wenn wir jetzt nochmal einen Ball schießen. You just have to press the button. Let's see what happens. Ja, mach doch, mach doch, mach doch. Upsi. Ah! Oops. Technically, it wasn't all my fault. I just followed the Reverend's instructions to the letter. Naja, nicht ganz, ne? Du hast noch einen Ball abgeschossen. Jetzt gehen wir rein und gucken, ob der Gute noch lebt oder ob er einen Notarzt braucht. Vielleicht ist er ja schon auf dem Weg zu seinem Chef. So, da liegt was. Glas, okay. Hold still, son. Don't touch anything. At least until I know who did it. All right. Ich gebe ihm jetzt keine Tipps. Ich habe da nämlich so eine Idee. Wir reden trotzdem nochmal miteinander. So. Was ist passiert? What happened? Somebody, some ungodly soul, guided by an evil hand, damaged the sacred stained glass windows. Have you seen any black sheep wandering in my church? I think I saw some kids playing up front. I thought so. Surely it was one of them. Can you describe the person? Na klar. Hauptsache, ich komme am Ende nicht bei raus. Rothaarig, ja. Red-haired. Anything else? Stämmig. Stocky. Any distinguishing marks? Sommersprossen. Freckles. It's clear. I'd never expect this from Beverly. I'll go and resolve the situation. Nobody can disfigure the sacred church of Bonetown. Shelter of the poor, symbol of faith, beacon of the community. Amen. Oh, was ein Troll. Unglaublicher Fraggle. Also, mal gucken, ob wir jetzt irgendwie das Glas nehmen können. I could have sworn there were some micro-inscriptions on the glass. Actually, this glass shard contains a piece of the map. Supposedly the one belonging to Reverend Drake. Jawohl, ja. So ist gut. Okay. So, jetzt ist die Apotheke immer noch zu, vermute ich. Wir gucken uns mal die Karte an. Oder wir gehen jetzt erstmal raus. Mal gucken, ob der Pfarrer noch irgendwo hier draußen rumlungert. Nö. Also, nächster Stop, Apotheke. Immer noch zu. Dann ist jetzt die Frage, ob ich in der Tat irgendwie im Gasthaus nochmal übernachten kann. Gucken wir nochmal. Museum, One-Eyed Jack, da ist nichts mehr. Bibliothek. Ah, Moment, ja. Multitool. Kiste, ich komme. Das muss doch klappen, oder? Let's try. Jupp. It works. I heard a click. Sehr gut. Und? Nix, ne? Empty. It seems so strange. There's something that doesn't add up in this crate. Let's see. Just as I thought, there's a false back. I just need something to pry it open. Die Schere? I don't think that would work. Ah, die Feile. It should work. Jawohl. Bingo! The nail file got stuck, but it doesn't matter. There's something a lot more precious inside. It's another piece of the map, and I think it's the Teach one. Wunderbar. Und endlich bin ich die Feile los. Guter Deal. Feile gegen Kartenstück. Und nu? Nicht schon wieder, oder?
Gut, jetzt hat sich das mit dem Gasthaus erledigt. Wir können direkt zur Apotheke gehen. Okay, hier ist die Pflanze. Perfekt. Now I have everything I need. My recipe is practically done. It will be a drink that is sure to make waves in the world. Non-alcoholic, dark-colored, sparkling. It can even cure a headache. I wouldn't want to ruin your dream, but I think that already exists. Actually, I believe you're even in danger of clashing with some mega corporations. I know the market very well. I managed to isolate and replace the secret ingredient with another. Really? Which one? Fuchs. Well, it's the root extract of a... Oh, hey. Nice try, boy. You almost had me going there. Yeah. It's the only ingredient that is not present on the list. Take it. I don't need it anymore. Thank you. Wunderbar. Wird das Geheimnis... Better read it away from prying eyes. Und das Rezept von Cola auch noch gelüftet hier? Wait a minute. This list is a bit strange. I can glimpse something under the text about the ingredients. It's a receipt. It says, I, Dr. Alfred Every, on July 15th, 2008, deliver to Steve Bonnet the artifacts found in the basement. In exchange, Mr. Bonnet transfers to the Every family, free of charge, the property of the building where the family business is actually located. The agreements will not be disclosed. Yours faithfully, Dr. Every. It's countersigned by Steve Bonnet, too. To which artifacts is Dr. Every referring? Das ist eine gute Frage. If the agreements have not been disclosed, the only one that would know anything about it is Uncle Steve. I'd better get over to his office to investigate. Klare Ansage. Jetzt bin ich gespannt, was hier passiert. Weird, Steve's not here. In the meantime, I could inspect his office looking for the receipt of Dr. Every. Ja, wunderbar. Dann können wir nämlich direkt mal an diesem Globus hier rumtüddeln. So weird. There are no notes on these papers. They're all blank. Okay. What can they do? Wait a minute. There's a button under here. I could be wrong, but they seem to have been placed in the way to hide something. There's nothing. Let's see what happens by pressing it. I wasn't expecting this. I just thought it was a drawer with some kind of mechanism. Tja, ist aber viel geiler als eine Schublade. Da gehen wir direkt hoch und gucken mal, was passiert, was wir da vorfinden. Ach nee. It closed back automatically. There's probably another device in this room that makes it open. Why all this secrecy? And what's this room? Better take a look around. Jawohl, den Raum kennen wir, oder haben wir ausschnittsweise schon mal in einem Video gesehen, in der Cutscene. Und das ist jetzt wirklich mal interessant, oder? Schauen wir mal, was wir hier alles finden. It seems Steve is doing some research into the Adventure Galley, Kid's ship. There are maps, notes, excerpts from old journals and books. Okay, aber nichts Wichtiges. Ein Seil. A rope is always useful. Was ist mit der Uhr? Nichts. Der Pinnwand? There are maps, routes, various notes. They represent months or rather years of uninterrupted work. Okay, Telefon ist nicht, Stuhl ist nicht, hier ist nichts. Fenster, Luke. Können wir die wieder öffnen? There's no grip to open it. Schade. Fenster. Better let some fresh air in. Jo, alles klar. Kann ich da raus? Nee. Tagebuch? Tagebuch. And what's this? It looks like some sort of diary. There's something inside. I don't think I'm mistaken. This is a piece of the map from Kid's crew. It's surely Every's, the last piece missing. Finally, the map is complete. Jawohl. On this piece there are some coordinates. 47 degrees north by 78 degrees east. Brilliant. The coordinates are useless without the rest of the map. The light will guide you. 47 degrees north by 78 degrees east. It must have something to do with the old lighthouse. There's also a strange coin. Why is it here? What does Steve have to do with this story? There must be something I'm still missing.
Okay. Bin ich jetzt auch echt gespannt auf die Auflösung. Let's see if there's an explanation in the diary. Ach du Schreck. Ich hoffe, das kann ich jetzt gut entziffern. Also, ich fange mal an. 7.4.2008. Henry kam aus Bonetown zurück. Er sah aus wie ein Kind an Heiligabend. Er sagte, er hat große Neuigkeiten, die er mit uns teilen will. 7.7.2008. Kaum zu glauben, Henry hat sein Ziel erreicht. Er hat endlich den Beweis, dass der Schatz von Kit, von dem wir geträumt haben, seit wir Kinder waren, wirklich existiert. 9.7.2008. Henry hat noch mehr entdeckt. Eines der Mitglieder der Mannschaft scheint einen gewissen Chris Avery gewesen zu sein. Laut Henrys Nachforschungen zog Avery hierher nach Bonetown, nachdem er sich nach dem Piratenleben zur Ruhe gesetzt hat. Ich muss bei der alten Apotheke halten. Es sind die einzigen Averys, die noch hier in Bonetown leben. Vielleicht wissen sie etwas und ich könnte Henry bei seinen Forschungen helfen. 15.07. Ein Glücksgriff. Ich habe Fred um Erlaubnis gebeten, seine alten Sachen im Keller zu durchstöbern. Nach ein paar Stunden habe ich etwas gefunden, das wie ein altes Stück einer Karte aussah, mit einigen Koordinaten und einer Münze. 47 Grad Nord, 78 Grad Ost. Diese Koordinaten zeigen auf die Außenbezirke von Bonetown. Im Gegenzug wollte Fred das Eigentum am Gebäude. Vier Wände im Gegenzug für einen unbezahlbaren Schatz, ihn mehr als ein fairer Tausch. 18.07. Ich habe Henry gesagt, dass ich die Koordinaten des Schatzes gefunden habe. Er schien sehr zögerlich. Seiner Meinung nach kann es nicht so einfach sein, wegen Kids Einfallsreichtum. Einfallsreichtum? Es ist egal, ich habe endlich die Gelegenheit, ein Vermögen zu machen und meinen Namen in die Geschichtsbücher zu schreiben. Ich werde Henry sagen, dass ich so bald wie möglich zu graben anfange. Geht wohl noch weiter, gucken wir mal. Oh, ach du Schreck, das ist anstrengend gerade. Gut. 20.07. Ich glaube, Henry wird verrückt. Er hat mir gestanden, dass er mit der Neuigkeit, Kids Karte gefunden zu haben, an die Öffentlichkeit gehen will. Ich kann ihn das nicht tun lassen, wo ich so nah an dem Schatz bin. Ich weiß, was Henry im Sinn hat. Er ist eifersüchtig wegen meiner Entdeckung und wie immer will er den ganzen Ruhm für sich selbst. Ich werde noch einmal mit ihm reden, um ihn zu überzeugen. Sein Verhalten mir gegenüber ändert sich. Ich sehe ihn immer mehr taktieren und er teilt seine Ideen nicht mehr, wie er den Schatz verwenden will. Es wäre gut, wenn jemand unten in den alten Wirtshaus nach ihm sieht. Bob und Jack haben ein Auge auf ihn. Bis er hier in Bonetown ist. Bob und Jack kommen jetzt ins Spiel, okay. 26.07.2008. Gestern bin ich mit Henry zur alten Klippe beim Leuchtturm gegangen. Ich habe ihn gefragt, was er mit dem Teil der Karte, das ich gefunden habe, passiert. Nochmal von vorne. 26.07.2008. Gestern bin ich mit Henry. Läuft, oder? Also. Gestern bin ich mit Henry zur alten Klippe beim Leuchtturm gegangen. Ich habe ihn gefragt, was mit dem Teil der Karte, das ich gefunden habe, passiert ist. Er sagte, er hat es an einen sicheren Ort gebracht. Nach seinem beharrlichen Widerstand bei den Ausgrabungen und Forschungen zu kooperieren, habe ich verstanden, dass er den Schatz für sich selbst will. Ich wurde so wütend. Ich habe ihn angegriffen und während des Kampfes ist er von der Klippe gestürzt und nicht wieder aufgetaucht. Ich wollte nie, dass das passiert. Henry, ein für alle Mal, du hättest mir Platz für mich und meine Träume geben sollen. Okay, das ist natürlich jetzt ja wirklich ein Teil der Geschichte, der traurig ist. Wir gucken mal, wie es weitergeht. 2.8.2008. Immer noch keine Spur von Henrys Leiche. Für den Moment ist es besser, den Ball flach zu halten, um Verdacht zu vermeiden. Elisabeths Herz ist gebrochen und der kleine Willi hat wahrscheinlich noch gar nicht realisiert, was passiert ist. Oh ja, die letzte Seite, okay.
30.10.2008. Entschuldigung, ich musste mich kurz räuspern. Nach 2 Monaten habe ich beschlossen, wieder an die Arbeit zu gehen. Der Schock von Henrys Verschwinden scheint nachzulassen. 12.05.2009. Noch nichts. Schon seit Monaten grabe ich um Bonetown herum. Aber keine Spur vom Schatz. Unmöglich. Die Koordinaten sind richtig. So, das ist also dieses illegale Graben rund um die Stadt. Das haben wir jetzt auch geklärt. 5.08.2015. 6 Jahre später, ne? Ich musste auf öffentliche Mittel zurückgreifen, um die Grabungen zu finanzieren. Ich weiß, ich bin nah dran. Es gibt nur noch ein paar Orte, an denen ich graben könnte. Wir müssen vorsichtig sein. Einige der Einheimischen haben die Grabungen bemerkt. Ich müsste lügen. Ich habe ihnen versichert, die Grabungen finden wegen der Arbeiten einer Firma mit Genehmigung statt. Ich muss auch den anderen sagen, dass sie diskreter sein müssen. 10.10.2017. Selbst der Stadt gehen die Mittel aus und außerdem sieht es aus, als hätte unsere letzte Ausgrabung den Wasserstrom, den die Stadt speist, umgeleitet. Es macht nichts. Es ist ein notwendiges Opfer zum Wohl der Öffentlichkeit. Ich verspreche, einen Teil des Schatzes zu spenden, damit die Stadt wieder aufblühen kann. Entschuldigung. In der Zwischenzeit versuche ich, den Schaden mit Notlösungen zu begrenzen. Keiner dieser Trottel hat die leiseste Ahnung, wie man ein Rathaus führt. Wenn ich also vorsichtig bin, kann ich die letzten zur Verfügung stehenden Mittel noch ausgeben. Oha, das ist also die wahre Geschichte hinter allem, was wir hier beobachtet haben. I can't believe this. Steve knew. Actually, Steve is the architect of Dad's death, and all because of his envy and the longing to find Kid's treasure. To think they were so close, almost brothers. Dad really trusted him, but he should have guessed his changing, and Kid wasn't that stupid. All the pieces of the map are needed to find the treasure. I have to escape from here and unmask Steve. This diary will be the proof. Better go to the old lighthouse. The light will guide you. Let's hope that's true. Okay. Boss. Hey, boss. What's going on? Boss, we can't find the young Morgan anywhere. Impossible. He can't be volatilized. Continue to search. If he has his father's insight, he has surely discovered something that we've been missing till now. I'm going back to my office. This city needs a person able to guide it. All right, let's go. It's Steve and the innkeeper. They're in collusion. I have to get out of here as soon as possible. Gut, damit werden jetzt die Rollen auch langsam geklärt. Wow, das ist ja eine ganz schöne Story, die hier abgeht. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier raus? Luke nicht. Lobus? I thought it worked the same as the one in Steve's office. Instead, this is just a simple globe. There must be another way to get out of here. Fenster? Dann geht's doch nur übers Fenster. I'd rather leave this open. It's stuffy in here. Mit dem Seil? Good idea. This seems to be the only possible way out. See you soon, Steve. Haarscharf entkommen. Okay. Also, wir gehen direkt zum Leuchtturm. Und jetzt die Frage, was waren die Koordinaten? Ich glaube, 47 okay, Grad Nord. Und 78 Ost. Also hier. Bingo. Ja. This is the point marked on the map. Let's see in what direction the lighthouse is pointing. Good. Okay. Very well. The lighthouse is positioned according to the instructions on the map. The light points in the direction of the cemetery. Better go check. Irgendwas musste ja auch noch mit der Gruft sein. Nehmen wir doch mal die Abkürzung.
Da kommt das Licht an, fällt hier oben durch. Okay. Die Kuh schmatzt immer noch friedlich im Hintergrund. Ist hier. I don't think the X meant to indicate these wooden boards. It'd be better to remove them. Gruselige Skulptur. Jetzt bin ich echt gespannt. Once there was a legend. To access the afterlife, a boat toll was required. Den haben wir doch, oder? Maybe this coin wasn't used as currency in the earthly world, but rather to pay the ferryman for a journey to the afterlife. Let's try. Where did I end up? It seems like a natural cave. Okay, das ist jetzt irgendwie eigenartig. Ist Willi jetzt gestorben? Nee, oder? Quatsch, da ging ja gerade nur eine Luke auf. Entschuldigung, das habe ich gerade übersehen. Da ging eine Luke auf und wir sind jetzt hier unten angekommen. Und ich würde sagen, da wir jetzt schon ja knapp 27 Minuten miteinander verbracht haben, machen wir hier doch eine Pause und gucken uns die Höhle hier beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer Matze.